Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier einen Dom-Halbzylinder und bei dem Zylinder soll die Schließnase auf einer anderen Position sein. Dazu machen wir jetzt mal Folgendes. Wir stecken einmal den Schlüssel da rein und dann kann man hier sehen, ist so ein kleiner Pin. Den muss man hochnehmen, richtig bis nach oben drücken und dann kann man das Ganze drehen. Jetzt muss ich mal eben gucken. Am besten, ja, mit den Fingern halte ich das hier unten so fest und dann drücke ich das hoch, dann kann man die Schließnase verdrehen. Mal sehen, auf was in der Position geht die. Okay, auf diese hier, jetzt geht es einfacher, weil der jetzt ja schräg steht. Nochmal einmal hochgehen, nochmal hochdrücken und drehen und schon ist die Schließnase auf einer anderen Position. Wie gesagt, man hat hier so einen kleinen Nippel, den schiebt man einfach hoch und dann kann man das drehen und der rastet dann auch dementsprechend selbstständig wieder ein. Ja, das war es soweit von meiner Seite aus und alles weitere ist unten in der Videobeschreibung drin. Da verlinke ich manchmal mal noch was oder mache so kleine Beschreibungen rein. Ja, das war es von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt.